Klar sehen, clever denken, frei handeln. Fangen wir doch mal gleich so an mit der Frage, was läuft dann Ihrer Meinung nach falsch im Gesundheitswesen? Oder ist das jetzt zu provokativ, die Frage? Das ist eine sehr allgemein gehaltene Frage, ja. Also da muss ich natürlich sagen, dass es in erster Linie eben auch zu Fehldiagnosen kommt und vor allen Dingen natürlich auch manchmal zu einer Übermedikation. Also aha. Menschen wird zu häufig zu schnell auch ein Medikament verordnet. Ja. Und vor allen Dingen bei etwas älteren Menschen kommt es durch die Anwendung von mehreren Medikamenten gleichzeitig nicht selten eben auch zu doch ordentlichen Begleiterscheinungen. Also sogenannten Wechselwirkungen oder chemischen Reaktionen auch der Medikamente untereinander sozusagen im Körper. Das zum einen, genau. Das ist ganz klar. Und zum anderen ist es definitiv natürlich auch eine Frage der Entgiftungsleistung, also wie gut arbeiten denn Leber und Nieren. Ja. Und das ist ja erfahrungsgemäß eben bei älteren Menschen auch nicht mehr so gut, die Nierenclearance. Und deswegen ist es nicht selten eben auch doch durchaus ein Problem der vielen Medikamente, die vor allen Dingen älteren Menschen anwenden. Ja. Und diese werden natürlich auch häufig verordnet. Ich nehme jetzt nur mal die Schmerzmittel, die Analgetika. Da hat zum Beispiel ein Mensch, der jenseits des 65. Lebensjahres ist, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Magenblutung im Vergleich zu einem Jüngeren. Aha. Und die Schmerzmedikamente zählen natürlich zu den Medikamenten, die am häufigsten verordnet werden eben auch. Genau, und da, wir hören da immer wieder was davon, dass dann auch dadurch ganz oft die Menschen dadurch Nierenprobleme bekommen, durch die gerade die klassischen oder häufigsten Schmerzmittel teilweise, und dass da dann auch sozusagen sehr viele Dialysepatienten auch daraus resultieren. Das würde ich jetzt mal so nicht unbedingt unterstreichen, aha, sondern es ist schon eher eine Frage der Schwächung des Organs vorab. Ja, ja, also ja, die Organleistung vorab zählt letztendlich, aha, ob dann Medikamente eben gut vertragen werden oder nicht. Es geht aber auch zum Beispiel um einen bestimmten Eiweißgehalt im Blut bei der Verträglichkeit von Medikamenten. Also da ist das Albumin gefragt. Das ist eine ganz spezielle Eiweißfraktion in unserem Blut. Und sehr viele medikamentöse Wirkstoffe werden an dieses Albumin gebunden, eben auch verstoffwechselt. Und wenn jetzt ein älterer Mensch einen geringen Anteil an Albumin im Blut hat, dann ist natürlich die Verfügbarkeit an freiem Wirkstoff auch größer und demzufolge kann dann natürlich auch die Problematik der Nebenwirkung größer ausfallen. Ja. Und es dann eben auch auf die Niere gehen sozusagen. Und Sie haben es ja mitgekriegt, also Sie selbst, wir kennen Sie ja aus vielen, vielen Videos und den Fernsehauftritten, mhm, bei Frank Elstner und bei, ja, DAS in NDR und so weiter. Und Ihr Spezialgebiet ist ja sozusagen auch unter anderem auch natürlich gesunde Ernährung, natürlich dann auch die Thematik frauenspezifisch Medizin, Männermedizin spezifisch, mhm, weil da ja zu wenig unterschieden wird, ja. Ja, das und ist so auch weiter. Wichtig. Aber sehr wichtig ist ja auch, bei uns ist ja auch der Gedanke, dass im Moment sozusagen Ernährungsmedizin ist ja auch etwas sehr Präventivmedizinisches sozusagen. Und unser Gedanke ist ja insgesamt so, bevor wir jetzt dann vielleicht mal so ein bisschen in das Präventivmedizinische, Ernährungsmedizinische einsteigen, Sie sind ja von Hause aus Biologin und da ist es eben so, unsere Überlegung ist so, wir haben uns halt gefragt, auch die ganzen anderen Professoren auch haben sich natürlich immer gefragt, haben wir denn die richtigen ökologischen Nischen gebaut für unsere Berufsstände, besonders im medizinischen Bereich? Haben wir denn die Anreize so gesetzt und die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass auch eine präventive Ernährungsberatung, eine Gesundheitsberatung überhaupt ausreichend honoriert wird oder auch dann zu Belohnungen führt? Und das führte uns ja zu diesem Reformkonzept, wo es so sein soll, dass in Zukunft der Hausarzt verstanden wird eigentlich als ein Präventivmediziner, als
einem Ernährungs- und Lebensstilmediziner und der umso mehr Honorar bekommt, je weniger ich krank werde, zum Beispiel statistisch als Versicherter. Ne? Diese neue Idee ist ja eines der Reformkonzepte des Ganzen. Können Sie das als Evolutionsbiologen, Sie sind ja keine spezielle Evolutionsbiologin, aber Ihr Grundstudium war ja die Biologie, bevor Sie sich dann stärker der Medizin und so weiter zugewandt haben? Ja, das ist richtig. Genau. Und dieser Gedanke, der, wir haben so viele auch Evolutionsbiologen im Rat, sozusagen, die... der Grundgedanke, also dieser ökologischen Nische und dass man die ökologischen Nischen in allen gesellschaftlichen Bereichen also so gut gucken muss, dass sie auch die positiven Evolutionsprozesse auslösen und nicht wie manchmal auch fragwürdige. Denn das, was Sie vorhin ja gesagt haben, auch mit den Medikamenten und der Übermedikation, ja, ist ja auch eine Sache. Es gibt nun mal einfach zum Beispiel auch für bestimmte Operationen in Krankenhäusern eben sehr hohe Zahlungen oder für bestimmte Medikamentenverschreibungen eher manchmal mehr Bezahlung als für eine gute Ernährungsberatung. Ich bilde seit 25 Jahren Ärzte weiter in ernährungsmedizinischen, fachspezifischen Themen. Ja. Und meine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, ist die, dass die Ernährungsmedizin ein ganz, ganz dunkles Dasein in der Alltagsmedizin einer normalen Praxis oder auch einer Facharztpraxis fristet. Also ernährungsmedizinische Themen, präventiv ernährungsmedizinische Themen spielen im Praxisalltag beim Gros der Mediziner kaum eine Rolle. Ja. Warum? Weil natürlich auch diese Thematik im Rahmen der Ausbildung der Mediziner völlig unterrepräsentiert ist. Genau. Die Mediziner müssen sich das natürlich dann im Nachgang alles aneignen, zum Beispiel in solchen Ganztagsseminaren, wie ich sie ja auch zur orthomolekularen Medizin anbiete. Aha, genau. Und das ist natürlich eine große Problematik und da habe ich wirklich Zweifel, dass sich das letztendlich mit der Medizinerschaft, die wir so im Allgemeinen vorfinden, umsetzen lässt. Weil das würde erstmal voraussetzen, dass auch die Ausbildung der Mediziner in dem Bereich erweitert wird, revolutioniert wird und dass genau diese Fragestellung, nämlich der ernährungsmedizinischen Prävention, eine größere Rolle spielt. Das ist de facto im Moment noch nicht der Fall. Und das andere ist aber natürlich auch, dass man letztendlich mit den Gewohnheiten der Patienten zu tun hat. Ja, und ja. Der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier und es ist extrem schwierig, das haben wir auch mit allen Präventivmaßnahmen in den letzten Jahrzehnten zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist einfach extrem schwierig, den Leuten ihre guten oder ihre schlechten Gewohnheiten, vielmehr in dem Fall, abzuerkennen bzw. sie dazu anzuleiten, ihren Lebensstil zu überdenken, kritisch zu überdenken. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, mit der natürlich auch Ärzte letztendlich in ihrer Praxis zu kämpfen haben. Ja, genau. Professor Michalsen auch von Berlin, der ja zuletzt auch bei Markus Lanz mal zu sehen war, der klagt ja auch in fast jedem seiner Videos darüber, dass es eben, wie schwer es ist, überhaupt auch nur kleine Änderungen oft anzuregen. Mhm. Und aber auf der anderen Seite auch, wie wenig dann zum Beispiel von neuen Forschungsergebnissen zum Beispiel in die kardiologische Praxis durchdringt, eben weil das im Alltag, wie Sie richtig sagten, keine Rolle spielt des normalen Mediziners. Während da sieht Herr Professor Michalsen ja auch diesen Bedarf. Aber Sie haben es vollkommen richtig angedeutet, aber ich kann vielleicht dazu sagen, dass unser Modell ja auch die Offenheit einschließt, dass zum Beispiel, Sie sind ja jetzt von Hause aus Biologin, ja, sozusagen, dass dann ein Hausarzt, zum Beispiel, wir haben den Professor, den Herrn Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob so am am Freitag aufgenommen, genau, da haben wir mit ihm ein 2,5-stündiges wunderbares Interview auch gemacht und er hat auch so gesagt, wir müssen ganz klar so denken, dass der Hausarzt der Zukunft ein Teamplayer ist, dass er sich eben
vielleicht eben eine Biologin reinholt, die sich besser in Ernährung auskennt sozusagen und da bei den Kursen sozusagen dann die Ernährungsberatung übernimmt, den Präventivkursen für die Versicherten. Und wie gesagt, wir wollen die Versicherten natürlich, die ja an ihren Gewohnheiten hängen, natürlich auch locken über diese Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie, wenn sie übers Jahr nicht kränker geworden sind, beziehungsweise gesund geblieben sind, soll es dann eine abgestufte Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie geben, damit die dann auch interessiert sind, einfach mal zu hören, was hat denn mein Hausarztteam Neues mir zu sagen an Lebensstilmedizin, sodass ich dann vielleicht davon profitiere und dann am Ende sogar finanziell profitiere, wenn ich gesund geblieben bin, da mit Hilfe des Rates. Das wäre natürlich sehr löblich, das können wir uns aus dem asiatischen Raum natürlich schon ganz lange abschauen, diese Haltung der Mediziner und überhaupt des gesamten Gesundheitswesens, aber ja, da sind wir einfach noch weit davon entfernt und man muss natürlich jede aufklärerische Maßnahme begrüßen, so wie jetzt beispielsweise auch Ihr Engagement in dem Bereich, um vielleicht die Bevölkerung auch dahingehend ein bisschen zu sensibilisieren. Ja, wir gehen sogar davon aus, dass wenn der Hausarzt in Zukunft dann, also zum Beispiel als Chef des Teams, ja, zum Beispiel wenn er ganz verschiedene Leute vielleicht beschäftigt, auch aus den umliegenden Gesundheits- und Förderungsberufen sozusagen, und wenn er dann als Teamchef sozusagen dann mehr Honorar insgesamt bekommt, dass er natürlich dann teilweise wieder auf die Mitarbeiter verteilt sozusagen, dass er dann sozusagen dann mehr Geld bekommt, wenn die Leute weniger krank werden und eben nicht mehr die ganz großen, teuren Operationen brauchen, die im Moment das meiste Geld verschlingen sozusagen. Mhm. Und dann ist es letztendlich ja so, dass der Hausarzt die Leute auch ganz anders ansprechen wird als jetzt. Wir haben ja jetzt die Situation, dass viele Ärzte wirklich den Patienten sagen, also ihre Erkrankung oder ihre Krebsgeschichte hat jetzt gar nichts mit der Ernährung zu tun. Das glauben ja auch wirklich viele Ärzte. Ja? Also die Problematik ist ganz einfach die, dass natürlich gerade bei den Krebserkrankungen die Ernährung zweifelsfrei eine Rolle spielt, aber eben nicht die alleinige. Ja, wir haben es bei Krebserkrankungen mit multifaktoriellen Geschehen zu tun. Und man geht davon aus, dass die Ernährung hier mit 40% mit beteiligt ist. Das ist ja schon ein ordentlicher Wert. Das ist ein großer Batzen. Das kann man so sagen. Und schauen Sie, ich habe jetzt gerade dieses Buch veröffentlicht, über die Epigenetik. Ja. Gute Gene sind kein Zufall, heißt dieses Buch. Und in diesem Buch habe ich mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, inwieweit wir mit einer gesunden Ernährung und mit einem guten Lebensstil tatsächlich gute Gene aktivieren und schlechte Gene verschließen können. Ja. Und dieser Bereich der Epigenetik, der unterstützt nochmal zusätzlich das, was wir eigentlich vorher schon wussten, nämlich, dass wir mit der Ernährung tatsächlich unsere Gene coachen können. Ja, ja. Und das sind hochinteressante neue Erkenntnisse natürlich, die aber nochmal mehr die Bedeutung des Lebensstils und der Ernährung in Bezug auf Gesundheit und Krankheit unterstreichen, nochmal so richtig ein Ausrufezeichen setzen, denn normalerweise sind wir ja in der Evolutionsbiologie immer davon ausgegangen, wir haben hier Mutationen, Variation im genetischen Pool und dass wir jetzt eben wissen, dass wir eben die Frage, was, wie, wann, wo abgerufen wird von diesen Genen, dass wir das eben durch diese, ich glaube es heißt Methylisierung oder wie heißt das nochmal, aber auf es jeden Fall... Methylierungen und Acetylierungen, genau. Also das Anhängen von funktionellen Gruppen an die DNA, wodurch eben die DNA geöffnet oder verschlossen werden kann. Genau, sodass wir quasi durch unseren Lebensstil und unsere Ernährung, das gab ja auch diese tragischen Beispiele aus den Kriegszeiten und so weiter, dass dadurch auch schon wir wegweisende Veränderungen an dieser Ablesegeschichte der Gene, also der epigenetischen, dem epigenetischen Faktor bewirken können, sodass wir so ein bisschen auch ein kleines bisschen selbst, wie sagt man, unseres Glückes Schmied sein können. Das ist absolut so, dann, wenn die Patienten darüber nochmal bewusster sind, dass sie noch motivierter hoffentlich dann sind, auch durch ihr Buch sozusagen, dann wirklich etwas zu tun in Richtung
Ernährungsumstellung, ja. Lebensstilumstellung und so weiter. Also das ist auf jeden Fall wünschenswert, ja, ja. Denn also man kann letztendlich, und das finde ich am interessantesten an dieser Tatsache, man ist letztendlich nicht dem Schicksal ausgeliefert. Also wenn ich wirklich Eltern hatte, sprich eine positive Familienanamnese, die eben herzkrank waren oder krebskrank, dann muss ich mich nicht diesem Schicksal ergeben, sondern ich kann eben durch einen guten Lebensstil, durch letztendlich auch einen entstressten Lebensstil und durch eine gesunde Ernährung kann ich eben diesem Schicksal entgegenwirken. Und das ist schon eine positive und sehr interessante Botschaft. Ja, genau. Und es, leider ist es ja eben so, dass der Arzt sehr oft die Botschaft rüberbringt, das ist genetisch, da können Sie nichts machen. Dabei müssen wir sehen, dass wir zum Beispiel, wenn die Eltern schlimme Krankheiten hatten, ja, dann habe ich ja die Möglichkeit, das erstens mal zu verstehen, auch als eine soziale Vererbung. Ich kann mich einfach mal ganz anders ernähren als meine Eltern. Ich kann ganz anders Sport machen als meine Eltern. Ich kann insgesamt einen entstressten Lebensstil und so weiter. Ich kann ganz viel tun, damit wie ich diese Kette der sozialen Vererbung unterbrechen kann. Und dann haben wir sogar noch die Tatsache, dass wir jetzt über die Epigenetik, dass wir da also wissen, dass wir die auch noch den genetischen Fluch sozusagen brechen oder bannen können, indem wir das selbst nämlich eingreifen können durch unseren Lebensstil. Ja? Und das ist ja schade, dass das leider der normale Mediziner meistens so nicht rüberbringt. Ne? Ja. Also man muss dazu sagen, diese Epigenetik ist natürlich auch eine sehr junge Forschung und da wird es auch noch ein bisschen dauern, bis sich das letztendlich auch überall herumgesprochen hat. Aber es ist eben, muss ich leider sagen, nicht nur die Gewohnheiten der Patienten zu beklagen, sondern es ist auch ein bisschen die Trägheit der Mediziner zu beklagen, sich vielleicht doch neue Dinge und neue Forschungserkenntnisse in diesen Bereichen auch mal in den Bereichen der ernährungsmedizinischen Forschung einmal anzuschauen. Das ist halt einfach nicht wirklich im Fokus der Mediziner, diese ganze Thematik. Und insofern wird wahrscheinlich auch die Epigenetik erstmal noch am medizinischen Alltag komplett vorbeigehen. Ja, leider. Aber Ihr Buch ist ja natürlich dann eine Hilfe, dass es wirklich jetzt wieder bekannter wird und vielleicht kommen Sie ja auch mit diesem Buch dann auch nochmal jetzt wieder in die Medien und so weiter und dann können Sie ja da auch wieder aufklärend wirken, ne? Das werde ich gerne tun, denn letztendlich sind diese Bücher natürlich auch dazu da, solche wichtigen Erkenntnisse in die Welt hinauszutragen und dem Menschen auch eine Anleitung mit an die Hand zu geben, wie er es vielleicht besser machen kann. Ja, dann soweit zu diesem Anfangsthema. Vielleicht als nächstes jetzt der Bereich, wir ringen ja hier alle, wie der Dr. Jakob so mir auch sagte oder uns gesagte hier im Gespräch, wir ringen ja um die gesündestmöglichste Ernährung, um den gesündestmöglichen Lebensstil. Wir machen Sport, wir machen alles Mögliche und vielleicht über die Ernährung sozusagen. Was sind so für Sie die vielleicht auch neuesten Entdeckungen, so was wirklich wichtig ist, auch wenn Sie sich selbst ernähren? Und denn wie gesagt, wir ringen jeden Tag. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz konkret jetzt auch mal einfach zum Testzwecken alle, wir hatten von Ihnen, glaube ich, über Ihren Tipp mal auch das Nutrilite von MW bestellt gehabt, ja. Sie erinnern sich bestimmt, dass Sie das mal in einem der Videos erwähnt hatten. Ja, das ist eine ganz, 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 ganz alte Empfehlung. Da muss ich sagen, da hat sich natürlich sehr viel verändert in diesen letzten 10-12 Jahren. Und da gibt es durchaus neuere Erkenntnisse und auch andere Produktempfehlungen. Ja, und wir haben jetzt auch einfach mal alles bestellt, was so Herr Dr. Jakob so im Angebot hat. Hatten wir früher schon mal ansatzweise getestet, aber jetzt mal ausführlich. Weil wir einfach ständig wissen wollen, was können wir. Unser Ziel ist persönlich immer so, mein Ziel heißt 120 werden und das möglichst gesund. So die Okinawas sind so mein Vorbild.
Vorbild. Ne? Und deswegen so die Frage, womit beschäftigen Sie sich gerade, wenn Sie auch so an Ihre eigene Ernährung denken oder was haben Sie also an neuen Ideen auch selbst? Also ich muss Ihnen sagen, ich hatte jetzt in der letzten Zeit einige Interviews, auch für größere Zeitschriften und auch für einen Ernährungspodcast. Und es hat sich einfach herauskristallisiert, dass die Menschen natürlich genauso wie Sie jetzt fragen, was soll ich denn eigentlich tun? Ja. Und was hat denn eigentlich Gültigkeit und was hat Bestand in dieser ernährungsmedizinischen Forschung? Denn natürlich ist auch die letztendlich immer wieder neueren Erkenntnissen unterworfen, die dann auch zu einer Änderung von Empfehlungen führen kann. Ja. Also ich befasse mich, und das ist ja auch so ein Fokus an unserem Lehrstuhl an der Universität in Braunschweig, Fachbereich Lebensmittelchemie. Da wird ja auch sehr viel geforscht im Bereich der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Genau. Und diese sekundären oder bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe, an denen führt meiner Meinung nach gar kein Weg mehr vorbei. Und da komme ich auch relativ schnell wieder zu Produktempfehlungen, weil diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die fehlen doch in einer ganzen Reihe von Produkten, vor allen Dingen Produkten, die man dann eben auch oft in Drogeriemärkten oder in Apotheken kaufen kann. Ja. Es ist manchmal wirklich, man fokussiert sich zu sehr auf die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe fallen hinten runter. Ja, ja, ja. Also um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, eine gesunde Ernährung sollte eine vitalstoffreiche, pflanzenbetonte Kost sein, die reich ist an diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Mhm. Und wenn ich diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe haben will, dann genügt es eben nicht, dass ich 2 Bananen und 3 Orangen esse und sozusagen diese Five-a-Day-Empfehlung praktisch erfüllt habe. Ja. Dann fehlt mir das Wichtigste, nämlich es fehlen mir zum Beispiel Glucosinolate, wie ich sie im Brokkoli und im Kohl finde. Es fehlen mir die Polyphenole, die ich beispielsweise in den Acai-Beeren, Goji-Beeren oder eben auch in den Heidelbeeren finde und auch in vielen Gewürzpflanzen. Also Sie sehen, dass Obst ist nicht gleich Obst und Gemüse ist nicht gleich Gemüse. Genau. Man muss sich da bleiben schon vielleicht ein bisschen kundig bei dem, tun. Ja, vielleicht gehen wir Schritt für Schritt für und bleiben bei dem Brokkoli. Denn bei dem Brokkoli ist für mich immer die Frage, es gibt ja irgendwo, ich weiß nicht, einer der Professoren hat das, glaube ich, mal erwähnt, dass das bei den Brokkoli, dass wenn man den erhitzt, dass da, glaube ich, viele auch sekundäre Pflanzenstoffe eher schnell kaputt gehen, während bei anderen Pflanzen weniger oder umgedreht. Ich habe es jetzt nicht genau in Erinnerung. Wie ist es da mit dem, wir versuchen immer so, im Moment so testen wir so, früher waren wir Rohköstler, aber im Moment testen wir so die Hälfte kochen, die Hälfte nicht kochen von dem jeweiligen. Wie verhält sich das, zum Beispiel Professor Leitzmann in seinem Vortrag, der ja auch ganz gezielt jetzt zuletzt auf die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe da eingegangen ist, der sagt ja auch ganz klar, zum Beispiel das Kochen verschlechtert die Ballaststoffsituation, kann aber zum Beispiel manchmal die Carotinoid-Aufnahmesituation sogar verbessern. Ja? Absolut, also absolut. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle sekundären Pflanzeninhaltsstoffe im Rahmen einer Rohkost am besten bioverfügbar sind. Das ist nicht so. Das Beta-Carotin ist definitiv eben in einer gedünsteten Möhre besser verfügbar als in einer rohen Möhre. Da kann ich Herrn Leitzmann nur bestätigen. Das hat auch Professor Bisalski von der Universität Hohenheim oft gesagt, dass er sagte, aus der rohen Möhre kriegen Sie kaum was raus an Beta-Carotin. Ja. Wenn Sie da Ihren Vitamin A-Bedarf stabilisieren müssen, sollten Sie es mindestens dünsten, ne? Ja, das ist richtig. Ich meine, der andere Aspekt ist letztendlich der, dass man bestimmte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe zum Beispiel auch nur dadurch bioverfügbar bekommt, dass man sie gut einspeichelt, ja, dass da Enzyme letztendlich aktiv werden. Das ist zum Beispiel gerade bei den Glucosinolaten der Fall, ja, da brauchen wir die Myrosinase, das ist eben dieses Enzym, das praktisch die Glucosinolate verfügbar macht. Und das kommt zum Beispiel im Speichel vor. Also da spielen viele, viele Aspekte eine Rolle. Das heißt, das alte Gebot, doch gründlich kauen und auch, wie Frau Dr. Med-Petra Bracht so schön sagt, auch den Smoothie löffeln und kauen, ja? Also wenn überhaupt Smoothie, ja? Also alles gründlich kauen, dieses alte Gebot gilt nach wie vor.
oder dringlicher denn je. Ja. Das gilt absolut. Das ist eben auch eine wichtige Voraussetzung für die gute Aufnahme von sekundären Pflanzenstoffen, aber natürlich auch von Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen. Da bin ich nämlich bis jetzt auch immer ein bisschen zu schlampig. Ich glaube, durch Ihren Hinweis, jetzt werde ich mich da nochmal bemühen, gründlicher zu werden mit dem Kauen. Ja, ne? Ja, also auch das ist letztendlich eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Natürlich ganz klar, das gehört mit dazu. Aber um jetzt auch nochmal zurückzukommen auf die Verluste, die Sie vorhin angesprochen hatten. Diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die unterliegen auch einem Schwund, einer strukturellen Veränderung, wenn man sie natürlich stark erhitzt. Ja. Aber diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sind im Allgemeinen doch belastbarer, was Hitze anbelangt, als zum Beispiel die Vitamine. Aha. Ja, es gibt auch Verluste durch Lagerung, ganz klar. Aber die Vitamine sind in dem Punkt deutlich empfindlicher. Aha, die Vitamine sind empfindlich durchaus. Denn ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es ja früher in der Ernährungsdiskussion, wie sie da weltweit geführt wurde, ja auch mal die These gab, dass sogar die Erhitzung sogar toxische Substanzen erzeugen könne, quasi wie so in einem chemischen Labor, während wir ja natürlich als Evolutionsbiologen einfach uns ja immer fragen, wie gut sind wir angepasst auf etwas, zum Beispiel eben auf das Kochen, wie weit sind wir schon teilangepasst oder voll angepasst, auch auf den reduzierten Vitamingehalt dann, der durch Erhitzen ja auch geschieht, wie Sie eben auch schon angedeutet haben. Ja? Also wie sehen Sie das selbst? Haben Sie irgendeinen Hinweis darauf, dass es auch mal hochproblematisch sein kann, bei manchen Sachen zu erhitzen? Beispiel des Acrylamids, das ein problematischer Stoff in Lebensmitteln ist, der eben beim Erhitzen entstehen kann. Ja. Oder beispielsweise die Nitrosamine, die ja auch bekannte Kontaminanten sind, die durch Erhitzen entstehen. Aha. Und das ist natürlich so. Letztendlich können immer auch eben Reaktionsprodukte entstehen durch eine starke Erhitzung. Ich denke jetzt eben auch an die Begleitsubstanzen, die beim Grillen, starken Grillen vom Fleisch entstehen. Also das sind ja letztendlich doch durchaus bekannte Zusammenhänge. Ja, aber dass diese eine solche Form der Erhitzung, der massiven Erhitzung, hat nichts zu tun mit zum Beispiel jetzt eben dem schwachen Dünsten von Gemüse. Ja. Oder leichten Ankochen. Also es ist so, Dünsten bedeutet ja, was bedeutet das? Es gibt ja einmal das ins heiße Wasser tunken, das hat ja auch einen Spezialnamen, dass man also ins kochende Wasser hinein etwas nur eintunkt. Mhm. Das ist, glaube ich, wie heißt das? Blanchieren, genau, das ist der Fachbegriff. Dann, was unterscheidet das jetzt leichte Ankochen von einem Dünsten? So, gibt's da, also ich würde sagen, da ist der Übergang fließend. Da müssen wir vielleicht gar nicht so arg strikt unterscheiden. Es geht darum, halt eben die Hitze natürlich zu reduzieren oder reduziert anzuwenden, um eben all diese interessanten und gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe letztendlich auch nicht zu stark zu schädigen. Genau. Also denn Sie haben es ja angedeutet, also das heißt, also unsere Idee sozusagen die Hälfte immer roh zu essen und die Hälfte gekocht, die würde uns dann ja im Prinzip dort, wo zum Beispiel die wertvollen Pflanzeninhaltsstoffe hitzeempfindlich sind, sozusagen, dann hätten wir dafür immerhin den rohen Teil sozusagen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir ja in manchen Substanzen, Dr. Jakob sagt ja auch, dass es schon sinnvoll sein kann, einen Teil der Karotten auch roh zu essen, einfach nicht wegen des Carotinoide oder des Vitamin A am Ende sozusagen, sondern wegen anderer Dinge wieder. Ja, dass es dann sinnvoll sein kann, auch ein Stück, einen Teil roh zu essen. Ne? Also da macht man bestimmt nichts verkehrt, aha, wenn man das in dieser Form praktiziert. Ja. Und halt eben doch bei der pflanzenbetonten Kost bleibt, was nicht ausschließt, dass ich hin und wieder einen Fisch oder ein Stück Fleisch guter Qualität konsumieren kann. Ja, das schadet sicherlich nicht. Und Professor Bisalski ist ja regelrecht Fan von der Leber, ja, die wir auch natürlich mal getestet haben, weil er sagt, das ist ein Multivitamin, ja, leicht angebraten. Mhm. Aber das ist halt die Frage, also bei uns ist es so, viele von uns stammen natürlich hier auch traditionell so aus der
Rohkost und der, dem Veganen und der Urkost und dem Wildkräuterbetonten und so weiter. Wobei Sie zum Beispiel ja auch dann oft den Granatapfel, glaube ich, auch nochmal erwähnt haben, oft, gell? Ja, also ich erwähne überhaupt polyphenolreiche Früchte und die aber am besten in einer Kombination. Also ich habe auch ein Produkt entwickelt, vor 10 Jahren schon, das gibt es natürlich auch nach wie vor noch in den Apotheken. Das ist so ein Produkt, das heißt Plantazym und besteht aus 26 Plantazym. Verschiedenen Obstgemüsesorten und Gewürzpflanzen mit pflanzlichen Enzymen. Also das ist ein ganz, ganz komplexes Nahrungsergänzungsmittel, Plantazym. Und da habe ich eben auch polyphenolreiche Frucht- und Gemüsesorten kombiniert. Und das Produkt ist auch auf Polyphenole standardisiert, aber beinhaltet natürlich die ganze Bandbreite an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und also man könnte damit eventuell auch, wenn man das jetzt zum Beispiel, wenn wir das jetzt noch dazu nehmen würden, könnte man so sagen, wenn da irgendwo noch ein Mangel ist in einem Bereich, dann würden wir den damit quasi auffüllen können und der Rest wäre aber auch nicht schädlich, wenn man da, weil die meisten Naturstoffe sind ja auch nicht schädlich, wenn man da ein bisschen zu viel davon nimmt dann. Ne? Also folgendes, Herr Weber, das, was ich jetzt aus Ihren Schilderungen heraushöre, da machen Sie ja schon ganz viel richtig. Ja, und selbst für so jemanden wie für Sie könnte jetzt die Anwendung eines solchen Produktes wie Plantazym ganz bestimmt nicht schädlich sein. Aber das Plantazym richtet sich natürlich vor allen Dingen an jene, die zum Beispiel nicht, warum auch immer, nicht gerne Obst und Gemüse essen oder auch eine Fruchtzuckerunverträglichkeit haben. Aha, ja, viele Menschen haben ja mit Fruchtzuckerproblemen zu tun und da wäre das Plantazym auch eine Alternative, weil das eben sehr fruktosearme Sorten beinhaltet und wir haben natürlich das Produkt auch auf Fructose testen lassen und das ist unbedenklich für jemand, der eine Fructose-Problematik hat, also eine Unverträglichkeit an Fruchtzucker. Ja. Aber es ist, bestünde jetzt keine Gefahr, dass wir uns, die wir uns ja schon so extrem gesund ernähren, dass wir da irgendwas dann dadurch überdosieren, das ist kein Risiko, ne? Auf gar keinen Fall. Also Sie müssen sich die 2 Kapseln Plantazym vorstellen, was jetzt den Zellschutz anbelangt, wie so 5 bis 7 Portionen Gemüse und Obst. Ja. Und wenn Sie jetzt da etwas mehr Obst und Gemüse am Tag essen, dann ist das ja auch nicht zu Ihrem Schaden. Das schadet ja nicht, ne? Genau. Ja, und was ich auch noch unbedingt ansprechen wollte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass Sie in Ihren vielen Videos, die wir gesehen haben, auch immer mal angesprochen haben, wie weit unsere industrielle Landwirtschaft auch Verzüchtungstätigkeiten bei den Obst und Gemüse, wir erinnerten uns auch daran, wie weit nicht doch auch das eventuell das Pektin reduziert wird im Apfel, damit es besser für die Produktion geeignet ist und so weiter. Wie sehen Sie da die Lage? Ja, leider Gottes ist eben unsere Gesellschaft eine Handelsklasse A-Gesellschaft. Ja. Das muss man schon mal vorwegschicken. Also es wird nichts gekauft, was nicht einwandfrei aussieht, rein optisch, was da drin ist, interessiert eigentlich den Konsumenten dann schon wieder weniger. Er kauft eben nach den Augen. Das ist mal das eine. Aber das andere, was Sie jetzt auch noch erwähnt haben, sicher, es ist so, dass unsere Lebensmittelindustrie natürlich auch darauf getrimmt ist, unseren Geschmacksvorlieben letztendlich Genüge zu tun und genau passend dazu die geeigneten Produkte anzubieten. Also denke ich jetzt einfach mal an den von Ihnen erwähnten Apfel. Ja. Da wurden beispielsweise die wertvollen Polyphenole sukzessive herausgezüchtet. Die finden wir nur noch in nennenswerter und relativ hoher Konzentration in den alten Apfelsorten. Und die neuen Apfelsorten, die sind polyphenolarm, ganz einfach aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil natürlich Polyphenole auch so ein bisschen einen herben Geschmack mit sich bringen. Die Pflanzen machen ja diese Polyphenole, um sich vor Bakterien und Viren und Pilzen zu schützen. Also die haben so eine Art Bitterstoffgeschmack und das mag der Verbraucher ja schon mal nicht im Apfel. Der will ja einen süßen Apfel.
Und dann will aber die Lebensmittelindustrie natürlich auch diese Polyphenole zum Beispiel bei der Saftherstellung nicht so gerne haben, weil diese Polyphenole dann auch schon mal zu Auslockungen führen und dergleichen. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man lebensmitteltechnologisch gewünscht, aber auch vom Verbraucher her, vom Wunsch des Verbrauchers her, vom Geschmacksempfinden des Verbrauchers her, bei der Züchtung reagiert hat. Der Geschmack des Verbrauchers ist natürlich auch schon verfälscht, dadurch, dass er so viel Süßwaren überall bekommt, ja, ist er natürlich dann sozusagen frustriert, wenn da der Apfel ein bisschen bitterer schmeckt. In Wirklichkeit ist es ja wohl so, das habe ich ja jetzt erst verstanden vor kurzem, dass diese Abwehrstoffe des Apfels oder der Pflanze quasi von unserem Stoffwechsel aufgrund unserer Evolution, die ja sehr viel auch mit Früchten zu tun hatte, ganz früher, dass wir da quasi diese Stoffe in uns aufnehmen können und die sogar in uns auch diese Bakterienabwehrfunktion teilweise übernehmen können. Ja? Also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen natürlich zu all diesen einzelnen sekundären Pflanzeninhaltsstoffgruppen, die belegen schon oder weisen schon in diese Richtung, dass eben zum Beispiel sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe antiinfektiös wirken können, antibakteriell, antiviral. Aha. Also das sind natürlich schon sehr interessante Wirkungen, die wir von den Vitaminen so in dieser Form und so ausgeprägt nicht kennen. Ja, genau. Ja, und ich vielleicht das auch als Erwähnung. Ich hatte vorhin noch nicht erwähnt, dass wir selbstverständlich, uns schwebt irgendwann vor, dass wir nach der ersten großen Gesundheitsreform, wie wir sie vorhin ja schon angesprochen haben, dass dann irgendwann auch vielleicht die Lebensmittelkonzerne Partner der zukünftigen Gesundheitsversicherung werden, also die erstmal zwar nur umbenannt werden, die Krankenversicherung, aber schon auch im Geiste neu gedacht werden da. Und zwar, dass der Lebensmittelhändler, also mein Hauslebensmittelhändler, in Zukunft mehr Geld bekommen soll, wenn ich nicht krank werde. Das heißt, auch dort die Interessenslage, dass die Industrie, die ja im Moment nur danach geht, was will der Kunde beim jetzigen Geschmacksempfinden unbedingt haben? Wonach müssen wir züchten, dass um seinen jetzigen Wunsch, der natürlich verwöhnt ist durch zu viel Zucker, ja, denn wenn Sie viel Zuckerwaren gegessen haben, danach einen sauren Apfel essen, das ist unangenehm, ja? Aber wie können wir sozusagen jetzt auch Lebensmittel neu designen, nicht mehr nur nach Konservierbarkeit, guter Transportierbarkeit, guter Wirtschaftlichkeit, sondern wie können wir Lebensmittel designen, wenn überhaupt, oder zurückzüchten in Richtung der alten Sorten, sodass die Kunden gesünder leben und dann wir von den eingesparten Operationskosten im Krankenversicherungsbereich einen Teil bekommen, sodass also unser Hauptgewinn sozusagen dann oder unser Hauptprofit dann von der Gesundheit unserer Kunden abhängen wird. Und dadurch werden wir dann sozusagen als Lebensmittelhändler zu den Freunden der Bürger, die diese auch für so ein bisschen verführen wollen in Richtung einer gesünderen Ernährung. Also das sind hehre Ziele, die Sie da ansprechen. Ja, und natürlich ist das absolut zu unterstützen, aber ich glaube, bis dahin ist es noch wirklich ein richtig weiter Weg. Das denke ich auch. Aber ich glaube, wir haben da die richtigen Ziele halt. Aber eben, wie gesagt, wir sind uns klar, wie schwierig das vielleicht sein wird. Aber sozusagen... Und dann die Idee zum Beispiel, dass wir irgendwann sogar, vielleicht es hat mal jemand die Idee aufgebracht, dass wir vielleicht irgendwann statt in Restaurants, in Gewächshäuser-Restaurants essen gehen, wo vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie den Filmbericht gestern oder vorgestern gesehen haben, über diese riesigen Gewächshausanlagen, wobei ich nicht weiß, ob es nicht schädlich ist, wenn man das Sonnenlicht durch Glas filtert, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber so die Idee, dass man dort regelrechte ökologische Systeme aufgebaut hat mit Insekten, die Schädlinge bekämpfen, ja, also sozusagen solche biologischen Systeme mit Schädlingsabwehr aufgrund, die eine Wanze frisst die andere sozusagen, ja, und dort wir die alten Sorten dann wieder vielleicht zurückzüchten können oder die alten Sorten wieder weiterzüchten können, je nachdem, wie sich die Wohlfühlnoten und die Gesundheitskostendaten der Kunden dann auch weiterentwickeln, sozusagen. Das, was uns gut bekommt, wird stärker gezüchtet und angebaut als das andere. Ja,
Das ist auf jeden Fall natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Man muss sich nur mal überlegen, wie hoch der Prozentsatz der Bevölkerung ist oder wäre, den man damit ins Boot nehmen könnte. Da muss, glaube ich, auch wirklich eine höhere Sensibilisierung für genau diese Aspekte bei der Bevölkerung her, damit letztendlich da vielleicht auch wirklich das zum Erfolg führen könnte. Also ja, aber das wird doch auch zum Teil durch die Industrie auch selber gesteuert, diese Empfindungswahrnehmung. Ja, natürlich. Also wir sind letztendlich das Opfer der industriellen Nahrungsmittelproduktion und Technologie. Das ist ganz klar, das ist überhaupt kein Zweifel. Da gibt es genügend Beispiele, die man anführen könnte im Bereich der Geschmack, des Geschmacks von Lebensmitteln oder eben auch von Fertigprodukten. Natürlich ganz klar, da kann ich umso mehr Zusatzstoffe letztendlich auch einbringen, die, und das ist ja auch gezeigt worden, eine gewisse Form von Abhängigkeit, was das Geschmacksempfinden anbelangt, durchaus darstellen können. Ja, genau. Denn und das ist schon hochbedenklich, muss ich schon auch sagen. Zum Beispiel den Kindern schmeckten ja oft natürliche Erdbeeren viel weniger als der Erdbeerjoghurt, der aus vielleicht Pilzkulturen den Geschmack geformt ist. Ne? Ja, ganz genau. Ja, und derlei Beispiele könnte man sicherlich noch mehr anführen. Ja. Und deswegen ist es aber auch so schwierig, weil wir ja letztendlich genau in dieser Produktionsgeschichte verhaftet sind und geprägt sind, jahrzehntelang geprägt sind durch ein solches Angebot, zumindest der ganz normale Bürger, der vielleicht nicht irgendwie immer schon seit Jahrzehnten ganz kritisch seine Nahrung anschaut und vielleicht auch daran interessiert ist, unbelastete Nahrung zu konsumieren. Und insofern hat natürlich die Nahrungsmittelindustrie jetzt auch leichtes Spiel, ganz klar. Ja, und wenn ich zum Beispiel aus seelischen Gründen, wenn ich mich abends mal einsam fühle und dann irgendwie diesen Zwang bekomme, mal was Ungesundes zu essen und das dann tatsächlich dann auch tue, danach ist mein Geschmack so kaputt, dass mir das gesamte gesunde Gemüse und so weiter nicht mehr schmeckt. Ne? Das ist leider so. Ich meine, das ist natürlich auch der völlig falsche Ansatz. Das ist ganz klar, dass man vielleicht, früher hieß es, nein, Kind, gibt es nicht, du verdirbst dir den Appetit. Aber es ist letztendlich schon auch eine Frage der Reihenfolge, ja. Und das machen natürlich auch sehr viele Menschen falsch, dass sie letztendlich zu viele Zwischenmahlzeiten haben, die ihnen dann natürlich auch den Appetit auf das eigentliche Essen verwehren. Also da gibt es ja auch ganz viele Gewohnheiten in diesem Bereich, die ungünstig sind. Ja, genau. Und vielleicht sprechen wir jetzt auch mal darüber, weil Sie haben jetzt schon quasi indirekt auch das Thema Intervallfasten angesprochen, von wegen zu viele Zwischenmahlzeiten, ja. Mhm. Weil das sagen ja auch viele Professoren, die wir hier vorgeschlagen haben in dem Rat und so weiter, die sagen ja auch, dass es eben sehr belastend für den Organismus ist, ständig irgendwas zu futtern. Auch bei Diabetes soll das besonders schlecht sein, viele kleine Zwischenmahlzeiten. Und also wir experimentieren damit, dass wir schaffen das nicht jeden Tag, ja, aber wir versuchen im Moment tatsächlich mit einmal am Tag Essen hinzukommen und sind damit auch sehr zufrieden irgendwo. Es klappt nicht jeden Tag, ne? Ab und zu kommt dann doch nochmal Nüsse-Shake oder was dazwischen oder irgendwas, aber im Großen und Ganzen versuchen wir sozusagen ein 22-stündiges Intervallfasten zu praktizieren. Das ist natürlich wünschenswert, so etwas hinzubekommen, vielleicht zumindest mal kurmäßig, ganz klar. Der Organismus wird entlastet und ich bin mir ganz sicher, dass Sie mit dem Professor Michalsen da auch ausführlich drüber gesprochen haben. Ich selbst kenne natürlich die klassische Heilfastenform. Ich war zweimal bei Buchinger Fasten. Aha. In Marbella und fand das also auch wirklich im höchsten Maße inspirierend und interessant. Und das hat einfach viele Vorteile. Gehen sehr viele Stoffwechselmarker in Richtung Norm, zum Beispiel Entzündungswerte durch das Fasten. Also Fasten wirkt auch entzündungshemmend und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir ja heutzutage wissen,
dass nahezu alle chronisch degenerativen Erkrankungen mit Entzündungen zu tun haben. Genau. Ob das jetzt die Arteriosklerose ist oder ob das die neurodegenerativen Erkrankungen sind oder auch Krebs. Also die Entzündungen haben hier überall ihre Finger im Spiel. Und deswegen ist alles, was wir tun, was antientzündlich wirkt, eigentlich eine gute Maßnahme. Und dazu gehört zweifelsohne eben auch das Fasten. Genau, das ist ja großes Thema in Ihren Vorträgen, die Inflammation, gell? Die Entzündung. Ja? Genau, und zwar jene, die man eben von außen nicht an den klassischen Entzündungszeichen sehen kann. Aha. Also da wird nichts rot und dick und schmerzt nicht, sondern wir sprechen hier von diesen subklinischen Entzündungen, die wir also nicht erkennen können, zum Beispiel durch einen geschwollenen Knöchel. Und diese entzündlichen Prozesse, die sind in der Tat eine gemeinsame Schnittstelle eben für diese Erkrankungen. Und die können eben im Körper, ich sage jetzt mal salopp, ihr Unwesen treiben, ohne dass man das so ohne weiteres merkt. Und das ist einfach problematisch. Also diese subklinische Inflammation, die ist ein hohes Risiko für die Gesundheit. Genau, genau. Ja, und bei uns jetzt der Unterschied zwischen Fasten und Heilfasten? Wann wende ich denn was an? Ja, also das klassische Heilfasten beinhaltet den Verzicht auf feste Nahrung. Das ist letztendlich die Definition eines Heilfastens. Und wenn ich sage, ich faste, naja gut, da gibt es alles Mögliche. Da kennen Sie vielleicht auch das Früchtefasten, das Saftfasten und ja, verschiedene Auslegungsformen des Fastens. Aber das hat letztendlich nichts mehr mit dem klassischen Heilfasten zu tun, wo man ganz einfach auf feste Nahrung und vor allen Dingen eben auf Zucker verzichtet auch. Ja, also wenn ich natürlich jetzt ein Saftfasten oder ein Früchtefasten praktiziere, dann habe ich da immer noch natürlich jede Menge Zucker durch diese Lebensmittel. Und das hat nichts mit dem klassischen Heilfasten mehr zu tun. Da gibt es ja am Bodensee diese Brotfasten, glaube ich. Da gibt es ja diese Klinik, die das da anbietet. Ne? War da also nicht auch der Herr Kohl gewesen? Ne? Also ich kenne am Bodensee natürlich nur die Buchinger Klinik dort eben auch. Ja, und die praktizieren natürlich auch, wie in Marbella ja auch, das klassische Heilfasten. Ja, nochmal zurück. Oder Herr Rupert, haben Sie noch was? Ja, ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben. Ja. Das betrifft mich persönlich. Sie haben Stichwort Wein. Ja. Mal was geschrieben. Ja. Wohne ich ja hier in Weinbauanbaugebiet und wir haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis als, sage ich mal, viele andere Leute, die in anderen Gegenden wohnen. Was finden Sie an Wein gut oder schlecht? Also Herr Rupert, zunächst mal sitzen wir da gemeinsam in einem Boot. Auch ich wohne ja an der Weinstraße und damit in einer Weingegend. Und ich kann das nur bestätigen. Also es gibt natürlich ein anderes Verhältnis zum Thema Wein und damit auch zum Thema Alkohol. Also ich habe mich bemüht, in diesem Buch Die Heilkraft des Weines die allerneuesten Studien heranzuziehen zum Thema Wein. Und es gibt da auch eine Einleitung, die befasst sich mit dem moderaten Weinkonsum. Und ganz gleich, welche förderliche Wirkung wir am Wein betrachten, es geht immer um den moderaten Weinkonsum. Also es geht wirklich um die Menge. Der Wein hat viele positive Wirkungen, wenn ich als Mann jetzt jeden Abend ein Glas trinke und es dabei belasse. Bei den Frauen ist es deutlich weniger, was man hier empfehlen kann, weil wir einfach eine schlechtere Alkoholdehydrogenase haben. Das ist das Enzym, das eben den Alkohol abbaut. Aber wenn man sich an diesen moderaten Weinkonsum hält, dann kann man durchaus eben auch gesundheitsfördernde Effekte haben. Ja, welche Art können das sein? Also natürlich die Durchblutung beispielsweise wird verbessert, das ist in Studien nachgewiesen worden, ja, also letztendlich eben aber auch sogar eine antientzündliche Wirkung. Da gibt es Hinweise auf eine antientzündliche Wirkung. Es gibt Hinweise darauf, dass der Fettstoffwechsel positiv beeinflusst werden kann. Also Sie sehen, das geht durchaus eben auch in Weidebereiche hinein. Also da
hat man wirklich viele, viele. Es ist untersucht worden, ob beispielsweise eben auch der Harnsäurestoffwechsel positiv beeinflusst werden kann. Also auch dazu gibt es interessante Untersuchungsergebnisse. Die antidiabetische Wirkung ist untersucht worden, die Augengesundheit ist untersucht worden. Also da gibt es viele, viele Aspekte. Auch die Demenz ist in Zusammenhang mit Weinkonsum untersucht worden. Und da gibt es viele, viele Hinweise, doch auch auf eine positive, schützende Wirkung. Aber wie gesagt, die Betonung liegt halt eben auf dem moderaten Weinkonsum, auf der Menge. Und ich kann Ihnen sagen, weil ich ja auch in einer Weinanbaugegend wohne, das, was so, hier so im Allgemeinen praktiziert wird, das hat nichts mehr mit einem moderaten Weinkonsum zu tun, genau, sondern das ist leider definitiv zu viel. Eben auch mehr und oft zu viel. Genau, genau. Ja, genau. Das mag sein. Aber ich fahre zum Beispiel sehr gerne mit dem Fahrrad am Rhein entlang und dann ist ja fast in jedem Ort ein Weinprobierstand. Das ist zwar förderlich, ja, kann aber auch hinderlich sein, je nachdem, wie viel ich besuche und verkonsumiere. Ja. Aber also, insgesamt könnte ich doch sagen, dass wenn ich jetzt moderat, also sage ich mal ein, zwei kleine Probiergläser probiere, dass ich schon eigentlich eine gesunde Tour mache, oder? Ich würde jetzt mal sagen, Herr Ruppert, das kommt auf die Anzahl der Stände unterwegs an. Genau, ja, genau. Ja. Und also erstmal auf die Anzahl und zweitens auf die Anzahl der Besuche dort, da haben Sie absolut recht. Also das kann ich mir auf so einer Strecke, wo vielleicht doch alle paar hundert Meter mal ein solcher Stand ist, da denke ich, dass Sie schon auch über den moderaten, empfohlenen moderaten Weinkonsum hinauskommen können. Ja, ja. Und dann habe ich auch das Problem, wieder nach Hause zu kommen. Ja, das ist das Nächste. Ja. Natürlich ist die Konzentration dann unter Umständen eben eingeschränkt. Ja, ich war auch öfters an der Weinstraße und ich liebe ja diesen Federweißen, ja. Den kriegt man hier im Supermarkt, zum Beispiel beim Rewe, kriegt man da Federweißen. Der schmeckt zwar hervorragend, aber der ist, glaube ich, mit relativ viel Schwefel durchsetzt. Und da habe ich dann, glaube ich, manchmal dann Probleme gekriegt. Also ich habe ihn jetzt seit Jahren nicht mehr getrunken, aber ich habe den immer mal ab und zu doch gerne getrunken, wenn er so noch so richtig nach Traubensaft geschmeckt hat, ja. Also quasi noch keinen Alkohol hatte oder kaum Alkohol hatte, weil ich sonst normalerweise gar keinen Alkohol trinke. Aber kann das sein, dass der Schwefel einem da Probleme bereiten kann, gerade bei dieser industriellen Konservierung damit? Ne? Also absolut. Ist ja bekannt, dass der Schwefel bei vielen Menschen zu einer Unverträglichkeit für Kopfschmerzen macht und ähnliche Kopfschmerzen habe ich dann gekriegt. Ja, genau, genau, genau. Ja, also das Problem habe ich ja auch, wenn ich zum Beispiel esse sehr gerne morgens zum Frühstück Müsli und verzichte also ganz bewusst drauf, Rosinen oder Sultanin, die da drin sind, die suche ich also nur Müsli aus, die ohne sind, weil A, erstmal verschwefelt sind und zum anderen sind das ja reine Füllstoffe. Ja, das ist natürlich richtig. Also ich meine, da muss man vielleicht auch nochmal genauer hinschauen und gucken, was hat das Müsli für eine Qualität, was haben die Rosinen für eine Qualität. Manchmal, und das finde ich ganz schlimm bei diesen Fertigmüslis, sind diese Trockenfrüchte nochmal zusätzlich gezuckert. Aha, ja. Das ist natürlich dann, hat dann natürlich nichts mehr mit einer gesunden Frucht zu tun. Ich vermute, der Professor Klaus Leitzmann, der, wenn er sein Müsli, dass er da, glaube ich, ich meine es mich zu erinnern, dass er da ab und zu Rosinen reintut, das sind dann aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dann Bio-Qualität, ne? Ganz bestimmt Frische. Und bestimmt nicht nochmal zusätzlich gezuckert, genau, denn Rosinen genau. haben ja genügend eigenen Zucker schon. Aber zurückkommt auf den nicht gegärten Wein, den Sie da gerne trinken. Ja. Ja. Wenn Sie, Frau Dr. Dörl, mir zustimmen, ein Weintrinker würde sowas ja nicht trinken. Das ist ja dann fast schon so wie Art Limo. Ja, ja. Es ist schon, es gibt natürlich Menschen, die lieben diesen sogenannten Bitzler, ja, die sind da ganz verrückt drauf. Aber in der Regel sind es nicht wirklich die Weintrinker, die dann auch diesen neuen Wein trinken. Ja. Also es gibt dann schon so halb angegart oder früher gab es mal diese Sache im November, glaube ich, war das, da gab es die Beaujolais Nouveau, also die neuen. Genau. Die habe ich dann auch gerne getrunken. Da ist schon ein gewisser Anteil von Alkohol drin.
Aber alles andere ist für mich irgendwie auch einfach zu süß vom Geschmack her. Ja, also das ist natürlich so. Dieser sogenannte neue Wein hat ja mit dem echten Wein wenig zu tun geschmacklich. Ja, das sind ja, da liegen ja Welten dazwischen, was Geschmackserlebnis anbelangt. Und da hat man sicherlich völlig unterschiedliche Zielgruppen mit dem einen Getränk, mit dem anderen eben auch. Ja, jetzt vielleicht nochmal zurück, also zu den Tagesablauf, den wir so im Moment so auch testweise machen. Ja, im Moment ist es so, dass wir jetzt gerade jetzt durch Herrn Dr. Jakob nochmal die Idee bekommen haben, eben nicht mehr morgens bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, denn es gibt ja die Vermutung offensichtlich, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel besser auf nüchternen Magen genommen werden und andere besser während der Verdauung, weil zum Beispiel Gallensäfte gebraucht werden, um dann auch was aufzuschließen oder zu verwenden. Also das ist natürlich richtig. Das gibt nicht nur die Vermutung, sondern es gibt natürlich Resorptionsstudien zu genau diesem Punkt. Bekannt ist, dass natürlich Mineralstoffe und Spurenelemente am besten aufgenommen werden außerhalb einer Mahlzeit. Ja? Aber dann haben wir natürlich wiederum die fettlöslichen Vitamine und auch fettlösliche sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die eben natürlich so eine Art Emulgation brauchen, die Fett brauchen, damit sie vom Körper verwertet werden können. Aha. Und da kommt natürlich wiederum die orthomolekulare Medizin ins Spiel. Und die ist sehr komplex, was Hintergrundwissen anbelangt. Und da gehört natürlich auch unbedingt dazu, was wende ich wann richtig an. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Also viele Diabetiker haben zum Beispiel einen Mangel an Zink, der ist durch den Diabetes bedingt, weil ein Diabetiker mehr Zink über den Urin verliert als ein stoffwechselgesunder Mensch. Und dann hat sich das doch bei vielen Ärzten schon rumgesprochen, dass der Diabetiker zusätzlich Zink als Supplement braucht. Ja. Dann nimmt der Diabetiker das Zink zum Beispiel morgens zu seinem Müsli, nicht wissend, dass eben die dort vorhandenen Ballaststoffe dieses Spurenelement komplexieren und sozusagen der Verdauung entziehen, der Resorption, der Verwertung entziehen. Und dann nimmt eben der Diabetiker jeden Morgen brav sein Zink und sagt, aber meine Wundheilungsstörung hat sich gar nicht gebessert. Ja, dann ist das ein klassischer Anwendungsfehler. Also das eine Beispiel soll nur einfach zeigen, wie komplex diese orthomolekulare Medizin ist, wie komplex das Wissen sein muss bei der Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln. Und das geht halt nun mal nicht einfach gerade so im Vorbeigehen. Und es geht schon gar nicht, wenn ich mir irgendwo einfach in Eigenregie Produkte zusammenkaufe, ohne Wertung und ohne Empfehlung und ohne Betreuung. Ja, also Sie würden da auch sagen, dass, wie Dr. Jakob sagte, man sollte sowas doch eigentlich doch ganz individuell untersuchen und ganz individuell anwenden und einsetzen und dann auch eben genau mit der Empfehlung, wann, wo aufgenommen und so weiter. Ja? Absolut. Also ich meine, es gibt breite Basisprodukte, die jeder nehmen kann. Aber wenn es um die Einzelstoffe geht, die Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, dann ist man durchaus, und da stimme ich Herrn Dr. Jakob zu, gut beraten, wenn man mal eine Laboruntersuchung bei einem Arzt veranlasst. Und auch da, muss ich sagen, gibt es wieder Fallstricke. Ja, sehr viele Ärzte empfehlen dann oder führen einfach durch die Analyse von diesen Mikronährstoffen im Serum. Das ist eine kostengünstige Bestimmung, aber nicht unbedingt eine repräsentative. Sehr, sehr viele Spurenelemente befinden sich nun mal intrazellulär und dann bekomme ich die nur, wenn ich diese Analysen eben auch im Vollblut mache. Genau, davon sprach Dr. Jakob auch, Vollblutanalyse. Ah ja, gut. Dann bin ich ja froh, dass ich da in guter Gesellschaft bin mit dieser Meinung, Ja, und eben deswegen, also
So, die Frage ist vielleicht, ob Sie auch noch bestimmte grundsätzliche Fehler vielleicht erkennen. Denn morgens ist es jetzt so, dass wir morgens gar keine, im Moment gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr nehmen, weil Dr. Jakob uns da auch nachdenklich gemacht hat, sondern wir trinken morgens jetzt eigentlich nur, wir lassen das Leitungswasser möglichst lange laufen, damit das möglichst sauber wird, ja, und trinken dann eben so 1, 2, 3 Liter, je nachdem, wie wir brauchen, und orientieren uns immer an der Urinfarbe. Mhm. Sie sollte nicht völlig blass sein, aber auf keinen Fall dunkelgelb. Ne? Mhm. Also immer in dem Zwischenbereich halten. Genau. Kann es denn auch sein, dass wenn wir zu viel Wasser trinken, dass man da leicht Kopfschmerzen bekommen kann? Das halte ich für weniger wahrscheinlich. Aha. Das Problem beim zu viel Trinken ist natürlich wiederum die Wasserlöslichkeit der wasserlöslichen Vitamine und die Wasserlöslichkeit eben, die bekannte Wasserlöslichkeit der Mineralstoffe und Spurenelemente. Sprich, es besteht die Gefahr, dass zu viel ausgeschwemmt wird. Aha, genau. Mhm. Genau, das ist also muss ich da wieder nachführen an Mineralien und sonst was. Ja, also oder einfach nicht so extrem trinken. Also deswegen, wir versuchen ja den Urin immer zu beobachten sozusagen, farbmäßig eben und eben nur einen Zwischenbereich zuzulassen, eben möglichst nicht ganz blassgelb, aber auch bloß nicht dunkelgelb. Ja? Mhm. Also und da im guten Bereich immer zu halten. Mhm. Und das leider muss man sich an der Farbe orientieren, denn auch durch viele. Ja, wir haben, man sagt ja so, auch die älteren Menschen haben nicht mehr so den Durst, das Durstempfinden oft, ne? Das ist richtig. Mhm. Und das ist paradoxerweise sogar so, wenn ich jetzt irgendwie mal was Ungesundes oder gerade was Ungesundes, Salzhaltiges esse, weil ich eben seelisch dann aus so einer Einsamkeitsstimmung raus dann irgendwie willenlos werde, was manchmal passiert, selten zum Glück, aber trotzdem manchmal passiert. Je mehr zum Beispiel Salzhaltiges ich esse, eigentlich müsste ich da jetzt dann mehr trinken, aber ich habe dann einen Widerwillen gegen Wasser zum Beispiel. Es ist auch so, dass die Industrie dann wahrscheinlich so eine Kombi gemacht hat, dass nur bestimmte Trinkprodukte dann geschmacklich passend zu etwas Salzigen und aber das Wasser mir dann also plötzlich zuwider wird. Ne? Und so, ja, also manchmal kann es vorübergehend ja auch helfen, wenn man beispielsweise von einem 100% reinen Fruchtsaft nur einfach eine Spur in ein Glas gibt und das mit dem Wasser verdünnt. Das hilft dann manchmal vorübergehend auch wiederum, um dann zum Wasser wieder zurückkehren zu können. Zurückfinden zu können. Ja, das ist eine gute Idee. Also sozusagen eine verdünnte Form, die einem so ein bisschen mit dem leichten Geschmack hilft, wieder zum Wasser zurückzukommen. Genau, zu also stark verdünnt und dann klappt das meistens auch wieder. Ja, super. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, so andere Kulturen reinzutauchen, im Zug auf Essen oder Trinken. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne hier zum Türken, esse da was und bestelle auf jeden Fall immer Ayran. Ayran ist ja salzhaltig und komischerweise schmeckt mir das dazu. Du warst jetzt konkret? Zum Essen, zum türkischen Essen zum Beispiel. Ja. Ja, nein, das hat ja aber auch irgendwie so einen kleinen säuerlichen Geschmack, soweit ich das in Erinnerung habe. Und das passt ja dann durchaus auch. Ja, das ist salzhaltig, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt, Herr Ruppert, da sollten Sie nochmal drüber nachdenken, ob das beim Türken ob das auch gesund genug ist, was Sie da essen. Ne? Also ich, wie gesagt, ich kenne mich ja auch. Ich habe, also wenn ich so einen Essanfall habe und so eine Lammakuhn mit Salat esse, das kommt bei mir alle halb Jahre mal vor, ja, dass ich da nicht widerstehen kann. Aber ich würde halt sagen, dabei sind wir jetzt bei dem, was wir dann abends machen. Abends würde ich jetzt also dann zum Beispiel mein Magnesium nehmen. Da habe ich ja so Magnesium-Hydrogencitrat oder ähnliches, also so Zitrat-Varianten von Magnesium nehmen. Dann mein D3, wobei wir jetzt ja, wie gesagt, auch neu dann kriegen noch die Produkte vom Herrn Dr. Jakob, wo ich sehen muss, wie die dann reinpassen. Und im Moment dann B12 mit Folsäure, wo er mir auch ja, er hat uns ja im Interview auch gesagt, dass wir vorsichtig sein müssen mit diesen 1000 Mikrogramm B12 jeden Tag. Ich nehme es im Moment nur noch alle paar Tage, weil das vielleicht doch viel zu hoch dosiert sein könnte. Ne? Mhm. Wenn man eine gute Aufnahme hat, ist es ja, man sagt ja, 3 Mikrogramm reichen aus, wenn man eine gute Magenaufnahme hat.
Ja, also ich denke auch, man muss mit Megadosierungen einfach auch ein bisschen vorsichtig sein. Aha. Und immer auch in Abhängigkeit natürlich von der Indikation oder von der Problematik und immer auch natürlich schauen, was will ich eigentlich damit erreichen. Nehmen Sie denn auch mitbeteiligt vielleicht in den Produkten, die Sie selbst entwickelt haben, auch D3 mit selbst auf, zum Beispiel ein bisschen pro Tag, oder wie machen Sie ja, das? Ja, also es ist natürlich schon so, dass ich selbst mehr oder weniger regelmäßig mich solchen Laboranalysen unterziehe und in Abhängigkeit eben von diesen Ergebnissen dann auch mir Supplemente natürlich zusammen kombiniere und das auch anwende. Ja, also Professor Bisalski sagt ja auch, dass so wie ich, der ich jetzt schon etwas über 60 bin, ja, dass dann auch die Haut, ihre Leistungsfähigkeit geringer wird, D3 in der Sonne zu produzieren, sozusagen. Mm. Ja, also das, die Vitamin-D-Mangelproblematik ist natürlich eine klare Problematik, die wir haben, weil das Vitamin D ja auch so viele positive Wirkungen entfalten kann und wir letztendlich natürlich dieses Vitamin D supplementieren müssen, da führt kein Weg dran vorbei, das schaffen wir einfach, warum auch immer, ob jetzt das eine Frage des Alters ist, ob das eine Frage der Bekleidung ist oder auch eine Frage der Anwendung von Sonnenschutzmittel, all diese Dinge mindern ja letztendlich die körpereigene Produktion an Vitamin D und das brauchen wir letztendlich. Ja, bei Sonnenschutz hätte ich natürlich auch Ängste vor diesen möglichen chemischen Reaktionen und das zieht ja auch rein, also alles, was wir in Sonnenschutz da auftragen würden, das haben wir ja dann auch im Körper, ne? Also ich finde es sehr problematisch, muss ich Ihnen sagen, was an Substanzen in Sonnenschutzmitteln drin ist und immerhin diese 2 Quadratmeter Haut, genauso wie Sie sagen, das gelangt natürlich durch Diffusion ins Blut und diese Lichtschutzfaktoren, diese synthetischen, die haben eine hormonähnliche Struktur und werden durchaus auch im Zusammenhang mit diesen gefürchteten Xenoöstrogenen genannt, die uns das Leben schwer machen, zumindest was den Hormonhaushalt, den körpereigenen Hormonhaushalt anbelangt. Und das ist genauso, wie Sie sagen, also ich bin da auch mit diesen Sonnenschutzmitteln, mit den klassischen Sonnenschutzmitteln sehr vorsichtig. Ja, ja, ich weiche dann eben auf andere Produkte aus. Genau, genau. Mhm. Ja, also das heißt, abends geht es also bei mir los mit Magnesium, D3, B12 und ein bisschen Folsäure drin, wobei Dr. Jakob sagte, ich bräuchte garantiert keine Folsäure. Also Frau Professor Dr. Dr. Med-Karin Michels, die Direktorin des Instituts für Prävention der Uniklinik Freiburg, sagt ja, naja, also sie nimmt Folsäure, wenn sie mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein genommen hat, dann nimmt sie ganz gezielt eine Folsäure-Tablette, weil der Alkohol einerseits ein Krebsrisiko darstellt und die Folsäure das wieder ein bisschen ausgleicht dann sozusagen. Mhm. Und, der Alkohol ja auch eine positive Wirkung auf die Herzkranzgefäße vermutet sie da auch, denke ich. Und so gleicht sie dann immer ein Glas Bier und dann eine kleine Folsäure-Tablette. Oder so habe ich sie verstanden in Ihren Vorträgen. Ne? Ja, also die Folsäure, muss man sagen, wäre eigentlich auch ein eigenes Thema wert, weil das ist schon ein wichtiges B-Vitamin, zweifelsohne, aber es gibt hier auch schon wieder kritische Äußerungen, auch seitens wissenschaftlicher Publikationen, wonach eben bei der Folsäure manchmal schon auch wieder über das Ziel hinausgeschossen wird. Ja. Zum Beispiel gerade bei den Frauen, die dann eben im Zuge einer Schwangerschaft hochdosiert Folsäure bekommen und richtig hochdosiert mit 1200 Mikrogramm teilweise. Ja. Und man darf nie vergessen, also die Folsäure und natürlich auch andere B-Vitamine können auch eben oder spielen auch eine wichtige Rolle im Rahmen der Zellteilung und auch der Kontrolle der Zellteilung. Und da bin ich also eher auf der vorsichtigen Seite unterwegs mit der Folsäure. Ja. Und dann die, was nehme ich sonst noch, wie gesagt? Also wie gesagt, demnächst werden wir Ihr Produkt mit dazu nehmen und wie gesagt, ein paar Sachen vom Dr. Jakob, die sind wohl schon unterwegs. Da hat es nämlich gerade geklingelt an der Tür vorhin, da wäre wahrscheinlich das Paket gekommen, aber das holen wir dann später ab hier. Dann geht es bei uns an den großen Gemüsetopf. Also das heißt eigentlich, wie gesagt,
die Hälfte in den Kochtopf, die Hälfte, und zwar geht es dann los so mit Linsen, meistens so vorgeweicht, Linsen, Erbsen sind unsere Haupthülsenfrüchte. Manchmal experimentieren wir auch mit Haferflocken, aber die kommen dann eher in den Smoothie-Maker bei anderen Gelegenheiten. Aber so Erbsen, Linsen, im Moment probiere ich auch selbst gerade wieder mal das Keimen von Linsen sozusagen, wobei ich da manchmal das Gefühl hatte, da muss man schon ein bisschen aufpassen beim Keimen, dass man da nicht so auch, dass das nicht anfängt zu infektiös zu werden oder irgendwie, ja, genau. Ja. Ja? Ja, genau. Also das habe ich selbst natürlich auch schon mehrfach beobachtet. Ja. Es ist nicht so einfach mit diesen Keimen. Die müssen eigentlich relativ zeitnah dann auch konsumiert werden. Ansonsten können sich da durchaus in diesem Myzel oder beziehungsweise in diesem Untergrund da Pilze ansammeln. Genau, den Eindruck hatte ich nämlich. Und dann würde es denn helfen, wenn man dann also das frisch gekeimte auch sicherheitshalber nochmal kurz blanchiert und dann in den Gemüsetopf tut? Ja, das Problem ist, bei diesen Pilzgiften nehmen wir jetzt mal die Aflatoxine vom Schimmelpilz verursacht und produziert, die sind hitzebeständig. Das heißt, also sie haben sie dann trotzdem im Gemüsetopf, weil die während der Erhitzung nicht unbedingt kaputt gehen. Das ist dann ein großes Problem. Das ist ja auch bei den Nüssen so. Früher waren zum Beispiel überall in den Produkten im Supermarkt, da waren Paranüsse drin, aber die waren fast alle vermutlich aflatoxinhaltig. Die waren fast immer irgendwie angeschimmelt. Ne? Das ist ganz problematisch bei diesen Paranüssen. Denen sieht man nämlich außen manchmal gar nichts an und dann schmecken die aber trotzdem schimmelig. Genau. Die sind wohl sehr empfindlich. Da hat uns der Dr. Jakob den Tipp gegeben zu gucken, dass die Paranüsse aus Brasilien stammen. Wegen der selenhaltigen Böden. Anteil, ne? Genau, also es kommt wirklich immer auf die Böden an, ob jetzt eine Pflanze viel Selen beinhaltet oder nicht. Das hängt natürlich ganz klar von den Böden ab. Ja, ja. Und dann so die Frage, Frau Professor Döll, haben Sie selbst sozusagen ein Topfprodukt gefunden, das Sie als absolut ungiftig einschätzen würden? Ein Topfprodukt, was meinen Sie? Ja, also wir machen ja immer so einen großen Gemüsetopf am Abend, so einen richtig großen Topf. Und bis jetzt haben wir zum Beispiel, der Professor Spitz sagt ja, eigentlich ist es doch sehr bedenklich seiner Meinung nach, dass wir da so einen großen Teflonkopf haben. Zum Beispiel, ich selbst habe da einfach nicht drauf geachtet beim Kaufen, leider. Haben Sie da ein Produkt gefunden, wo Sie sagen könnten, da ist das Metall oder der Dr. Jakob meinte Kerat. Nee, was war's? Emaille ist positiv, Keramik sei schlecht. Emaille ist gut, aber ein reiner Keramiktopf kann eigentlich auch nicht verkehrt sein. Vielleicht meinte er, was es ja heutzutage häufig gibt, dass eben dieses Teflon in so eine Keramikschicht eingegossen ist. Man hat dann trotzdem die Antihaftwirkung, aber nicht mehr so wie früher eben die Problematik des Verkratzens. Und man muss sagen, natürlich in erster Linie ist von schädlichen Produkten oder schädlichen Substanzen nur auszugehen, wenn die Beschichtung nicht mehr intakt ist. Ja, das ist schon, und da diese Keramikbeschichtung, die wirkt diesem Verkratzen entgegen. Das ging früher deutlich leichter. Das ist auch das Erfreuliche, dass mein Topf noch völlig unzerkratzt ist, weil ich den auch nur mit einem weichen Plastiklöffel bediene. Genau, ganz genau. Ja, wenn man das beachtet, dann muss man jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass man sich da Schadsubstanzen ins Essen holt. Aber mit einem Emailtopf, klar, ist man auf der sicheren Seite, nur da hängt natürlich eben auch das Essen leichter an. Ja, das ist dann wieder der Nachteil. Ja, und die andere Seite ist eben auch so, dass wir immer noch so auf der Suche sind nach einem Tipp für einen idealen Smoothie-Maker, weil wir eben teilweise auch manchmal damit experimentieren, also eben zum Beispiel Nüsse, da machen wir oft Nüsse rein, Rapsöl zum Beispiel aus einer Glasflasche, und dann so ein Schuss Tomatenmark. Dr. Jakob hat uns ermahnt, wir sollen das Tomatenmark aus Bio-Gläsern sozusagen beziehen und nicht aus Tuben. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen mit dem Tomatenmark.
Also grundlegend ist Tomatenmark häufig belastet mit Schwermetallen und deswegen ist auf eine Bioqualität unbedingt zu achten. Aha. Ja, und Glas ist natürlich ein inertes Material, wie man in der Chemie so schön sagt. Und das heißt also, das tritt nicht in Wechselwirkung in keinster Weise, währenddessen natürlich die Tuben manchmal innen doch mit Alu ausgestattet sind. Ja, und Alu ist ja hochproblematisch. Ja, ne? Ja. Und dann hätten Sie denn ein Produktempfehlung, weil wir dann eben, dann machen wir dann so ein Smoothie oder eben manchmal auch, wir mixen auch manchmal das Gemüse durch und machen das dann so als den Gemüseanteil auch mal bei den Leuten, die so ein bisschen Probleme haben im harten Kauen, ja, sozusagen. Mhm. Da haben wir dann das Frischgemüse dann eher gemixt, was ja hoffentlich nicht problematisch ist, weil ja der Zuckeranteil zum Glück nicht sehr hoch ist bei so Gemüsen. Mhm. Ja. Ja, Sie sagten, Sie hätten einen Tipp vielleicht für uns? Ich kaufe das Tomatenmark, wenn es jetzt speziell um dieses geht, das kaufe ich einfach im Reformhaus oder im Naturkostladen und da wird es ja im Glas angeboten. Genau. Und jetzt zu dem Smoothie Maker, haben Sie da selbst einen im Betrieb, einen, mit dem Sie zufrieden sind? Ja, ich habe einen, aber ich muss sagen, das ist suboptimal und ich kann Ihnen jetzt an der Stelle nicht wirklich eine gute Empfehlung geben. Wir wären sicherlich bereit, mal ein paar 100 Euro auszugeben für so ein Gerät, aber nur dann, wenn es dann auch was taugt, denn es gibt auch viele, die kosten ein paar 100 Euro und taugen gar nichts. Ne? Das stimmt und ich muss Ihnen sagen, da bin ich jetzt wirklich an der Stelle zu wenig erfahren. Ich habe, wie gesagt, einen, mit dem bin ich nicht so zufrieden und ich habe die teuren nicht ausprobiert. Ich kann Ihnen dazu leider nichts sagen. Ja, wir haben auch nur so, ich selbst habe auch nur so einen ganz billigen, der zum Glück billig ist, aber der taugt nicht viel. Taugt nicht viel. Das ist einfach nur... Ja, und dann geht es also weiter mit dem Gemüsetopf. Also das, wie gesagt, immer die Hälfte wird leicht angekocht. Also als erstes waren ja die Linsen und die Erbsen und dann kommen später dann eben noch in der Endphase des Kochens, dann kommen noch die Gemüse rein, sodass sie dann ausreichend leicht angekocht sind sozusagen. Mhm. Und der Rest, wie gesagt, in Frischkost kommt entweder direkt frisch dazu in den Topf oder eben bei manchen eben mit dem Smoothie Maker dann so ein bisschen klein gemacht oder teilweise eben auch verflüssigt. Sehen Sie da irgendein Problem oder kann man das durchaus so machen? Ja, also das klingt für mich schon nach einem sehr, sehr bewussten und ausgeklügelten Essensplan. Also das ist schon aufwendig, was Sie da machen, aber natürlich durchaus sehr empfehlenswert. Ja, und nachdem die Paranüsse sozusagen, also übrigens die Champignons, die esse ich immer kalt einfach so dazu, die Champignons. Wobei Sie hatten ja auch mal ausdrücklich die Pilze als Therapie auch regelrecht bearbeitet. Aber noch ganz nochmal, bevor wir vielleicht auf die Pilze nochmal kurz eingehen, ist die Frage so, die Paranüsse, da beschränke ich mich aber pro Tag auf circa 2 bis 3 Paranüsse, weil ich ja nicht weiß, wie viel Selen da drin ist. Ne? Und Frau Dr. Petra Bracht sagt so, bei Paranüssen ist auch im Anbau oft sind auch viele Toxine drin und deswegen also bloß nicht überdosieren die Paranüsse. Ne? Lieber Walnüsse und ich nehme so Nussmixe und Walnüsse dann, wenn ich so ein Smoothie mache. Also Sie können ja Ihren Selengehalt unabhängig davon auch mal testen lassen schauen, wie sinnvoll, hoch der ist. Ja, wäre sinnvoll. Ja. Ja, wir überlegen auch schon, ob wir nicht mal eine Reise machen müssen dorthin, wo gepiekst wird. Die Frau Dr. Petra Bracht ist ja, auch in Bad Homburg, glaube ich. Und der Herr Dr. Med Jakob ist ja auch da unten irgendwo, gell? Ja, das stimmt. Der ist unterhalb von Mainz wohnt er. Ah ja, genau. Und da vielleicht müssen wir eben doch mal unbedingt diesen Weg auf uns nehmen, ne? Und das mal unter. Und wie gesagt, dann geht's. Ach so, die Pilze. Wollten Sie übrigens was zu der Therapie über diese mit den Pilzen? Ist das auch noch ein wichtiges Thema für Sie im Moment noch? Ja, also ich habe natürlich auch zu den Pilzen ein Buch geschrieben, zu den Vitalpilzen. Genau, Vitalpilze und, heißen sie. Genau, Vitalpilze und das ist natürlich sehr spannend. Ja, das ist sehr spannend, wobei ich sagen muss, das haben wir schon vor 30 Jahren gewusst. Ja, ich habe an einem pharmazeutischen Lehrstuhl damals promoviert. Ja. Und dieser Lehrstuhl hatte sich fokussiert
auf die sogenannten Beta-1-3-1-6-Glucane in Pilzen und auch in einigen anderen höheren Organismen vorkommend. Und diese 1-3-1-6-Glucane, die können halt wirklich das Immunsystem fantastisch modulieren, die körpereigene Tumorüberwachung unterstützen und das ist natürlich auch schon sehr interessant. Genau. Essen Sie denn dann auch regelmäßig mal dann lieber mehr? Denn bei uns ist es bis jetzt nur der Champignon, ja, sozusagen. Ja, da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen. Ja. Also in den Champignons sind diese interessanten Inhaltsstoffe in nicht allzu hoher Konzentration vorhanden. Genau. Ja, genau. Leider ist es dann doch mehr der Heilpilz wie der Maitake oder der Reishi oder der Auricularia oder der sonstige Vitalpilze, und wie beziehen die eben mehr Sie den? In der Therapie im Gebrauch sind. Ja, wie bezieht man den? Denn der normale Biomarkt hat den ja, glaube ich, weniger, ne? Also was Sie kaufen können, was es verfügbar auf dem Markt gibt und natürlich auch zum Beispiel in einem Naturkostladen, das ist der Shiitake-Pilz. Genau, ja, wir haben ja einen Alnatura hier, ne? Genau. Ja, und der ist viel interessanter als der Champignon. Aha, genau. Ja. Shiitake, den kenne ich auch schon, genau. Den sollten wir also ruhig dann häufiger dazu nehmen, ja? Absolut. Ja, super. Mhm. Dann haben wir wieder eine neue Idee, ne? Dass wir das nochmal wieder stärker fokussieren. Den Shiitake-Pilz. Ja, und dann geht es halt so weiter, dass eben dann kommt ein Schuss Öl. Wir haben, wie gesagt, also manche würden ja mit uns schimpfen, weil wir dann eben zum Beispiel Rapsöl aus Plastikflaschen haben. Ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, die Plastikflaschen sind nicht so extrem gefährlich, andere sagen, sie seien extrem gefährlich, wegen der Fettlöslichkeit mancher Plastikstoffe. Also Plastik ist ja auch nicht gleich Plastik, aber im Allgemeinen muss man natürlich schon sagen, dass Plastik Weichmacher enthält oder enthalten kann. Und diese Weichmacher sind fettlöslich und gehen dann natürlich ins Lebensmittel gut. Genau, und da hatte man jetzt zuletzt im Fernsehen eine große Studie gemacht und hatte dann festgestellt, wobei ich nicht weiß, ob die Untersuchung realistisch war und fair war oder wirklich wissenschaftlich präzise war, man hat dann festgestellt, dass man keinerlei, in Mayonnaisen, wobei ja Mayonnaise ist etwas, was ich nie esse, aber da war dann tatsächlich nichts von dem Plastik in die, angeblich nichts in die Mayonnaise übergegangen. Ja, dann war das vielleicht so ein BPA-freies Material, gibt es ja durchaus, man eben heutzutage auch schon Qualitäten hat, die eben frei sind von den bekannten hochproblematischen Stoffen. Wobei das heißt dann immer die Frage ist, was kennen wir nicht, gell? Und wann lernen wir das kennen? Wir sind ja immer hinterher sind wir dann schlauer und wissen so Jahrzehnte später wissen wir, was wir uns dann angetan haben. Ja, und dann kommt ein Schuss Olivenöl rein, sozusagen, Frau Professor Dr. Med Karin Michels sagt, dass durchaus das preiswerte Olivenöl durchaus nicht so schlecht sei, dass man so bei Aldi oder beim Rewe kriegen würde. Die Frage ist halt, naja gut, das ist halt auch, weil wir so ein bisschen auch experimentieren damit, dass es auch Leute anwenden können sollen, die nicht so viel Geld haben, ständig jetzt dann im Alnatura sind manche Sachen schon 3-4 Mal teurer. Ne? Also, aber manche, muss ich Ihnen sagen, sind dann auch wiederum erstaunlich günstig. Aha. Allgemeinen kauft ja der Bürger auch Fertigprodukte und viele Fertigprodukte sind einfach so viel teurer als das, was es dann doch in diesen Naturkostläden zu kaufen gibt. Ja, genau, das ist also so, sowieso. Da wird viel Geld ausgegeben für qualitativ minderwertige Lebensmittel, wo man dann in einem solchen Naturkostladen aber schon für weniger Geld eine andere Lebensmittelqualität bekommen kann. Genau, zum Beispiel aus dem Alnatura hole ich mir ab und zu das Leinöl. Ich trinke nämlich auch dann jedes Mal auch so ein Schlückchen Leinöl. Das gehört für mich so eine Art als Nahrungsergänzungsmittel. Und Professor Michalsen meint ja, dass es doch ganz gut wäre, dass die meisten Menschen doch ganz gut daraus DHA produzieren könnten. Ja. Jetzt habe ich allerdings vom Dr. Jakob auch nochmal bestellt gehabt, haben wir hier nochmal alle bestellt, dieses Tocoprotect-Öl, wo dann eben ausdrücklich aus diesem Algenöl das DHA und EPA drin sein soll. Da sind wir seiner Empfehlung ja auch dann gefolgt, jetzt, dass wir das mitbestellt haben. Ne? Mhm. Mhm.
Denn das ist ja auch dann eine spannende Frage, ob man vielleicht, wenn man das mal so ein paar Mal, wenn man das gezielt anwendet, ob da nicht vielleicht doch auch noch irgendwie, es ist natürlich unheimlich schwer zu beurteilen, ob es wirklich eine spürbare Verbesserung bringt, aber auf jeden Fall kann man nichts verkehrt machen, denke ich. Ne? Mhm. Ja, also beim Leinöl sollten Sie allerdings darauf achten, dass Sie kleine Mengen kaufen, weil das sehr leicht oxidiert ist. Genau, deswegen wahren wir das auch immer im Kühlschrank auf, weil das ja so rasend schnell oxidiert, ne? Ja, wobei sobald eben Luft ankommt, nutzt Ihnen leider der Kühlschrank auch nicht. Auch nichts. Also es gibt also Leinölqualitäten, auch im Reformhaus mit einem speziellen Verschluss, der dann eben dem Sauerstoffeintrag entgegenwirkt. Ja. Und das ist natürlich dann schon, das ist schon empfehlenswert. Genau, wir haben halt so kleine Fläschchen, ja, denn früher hatten wir auch mal Halbliterflaschen bestellt, aber das war dann, das ist dann zu groß, das oxidiert dann wahrscheinlich zu leicht. Ja, da haben Sie jedes Mal, wenn Sie es öffnen, kommt ja Sauerstoff rein und da können Sie dann bei diesen empfindlichen Fettsäuren davon ausgehen, dass die Strukturen schon verändert werden. Ja, genau. Und und dann, wie gesagt, alles mögliche Gemüse rein. Der Herr Dr. Jakob hat uns noch mal ermahnt so ein bisschen, dass wir doch, die wir das Obst so ein bisschen ausgesondert hatten wegen der Problematik des zu frühen, unreifen Geerntets. Es gibt ja Thesen in der Gesundheits- und Ernährungsbereich, dass das so schrecklich sei, wenn man unreif geerntetes Obst esse. Und da sagte er, das sei nicht so schrecklich. Und er hat uns angemahnt, doch vielleicht nochmal wieder ganz vorsichtig wieder ein bisschen Obst mit reinzunehmen. Hm. Wie sehen Sie das selbst mit der Problematik des unreifen Geerntetseins? Also ich sehe die Problematik eher darin, dass dann natürlich die bereits erwähnten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe in geringer Konzentration vorhanden sind oder gar nicht vorhanden sind. Das ist für mich dann eher die Problematik. Ja. Ist auch eine Frage der Verträglichkeit. Also letztendlich ist natürlich die Zusammensetzung eines, das wissen wir ja alle, relativ unreifen Apfels eine andere als jene eines reifen Apfels. Und da sind vielleicht dann noch mehr Säuren drin, die ich schlechter vertrage. Und wenn ich was schlecht vertrage, dann macht das wieder kleine Entzündungen an der Darmschleimhaut. Also ist auch wiederum nicht gut. Man muss schon auch die Lebensmittel nach der Verträglichkeit auswählen. Also Sie würden auch sagen, man muss halt sorgfältig achten, denn ich empfinde das Obst noch ganz erträglich, wenn es wirklich mal richtig gereift ist und dann nicht mehr so beißend ist sozusagen, ist das im Prinzip schon nicht verkehrt. Wobei Dr. Jakob zum Beispiel sagte, dass die Bananen zum Beispiel in mancherlei Hinsicht sogar die leicht grünen Bananen sogar vielleicht manchmal sogar positiv sein könnten. Also da fällt mir jetzt kein Grund ein, warum das so sein sollte. Grundlegend ist es schon so, dass eben das reife Obst das Empfehlenswerte ist. Ja, grundsätzlich schon. Ne? Ja. Bei Bananen, da meinte er wahrscheinlich eher, dass wenn sie reif oder überreif sind, zu viel Zucker drin ist. Ah ja, stimmt. Er meinte, dass das dann nicht so extrem zuckrig ist und dass das wieder für manche Leute vielleicht sogar manchmal gar nicht so schlecht sein könnte, ne? Wenn der nicht so absolut durchgereift ist. Ne? Ja, aber ich neige auch ganz klar zum reifen Obst, ganz kürzlich. Ja, wenn wie gesagt, Obst, das ist auch eine Frage der Verträglichkeit. Genau. Unreifes Obst ist sehr oft auch nicht bekömmlich. Genau, aber was ja eben alle sagen mittlerweile, alle Professoren sagen, bloß nicht das reife Obst in den Smoothie-Maker, weil dann wird das wieder zur Insulinproblematik, also dann wird es quasi zum Süßsaft oder zum Zuckersaft. Ne? Und da entsteht dann angeblich auch eine Problematik. Ne? Ja, also grundlegend ist es in erster Linie natürlich eine Frage der Fruchtzuckerkonzentration des verwendeten Obsts und erst natürlich im Nachgang eine Frage der Zubereitung, aber erstmal geht es um die Auswahl der Sorten. Und dann noch die Frage, die mir gerade noch in den Kopf kommt, so, Sie kennen vielleicht die vielen Fernsehsendungen über Betrugsbio, über Schummelbio, über minderwertiges Bio. Haben Sie, wenn Sie so zum Beispiel in so einen Alnatura oder einen anderen Biomarkt gehen,
Vertrauen Sie wirklich darauf, dass dann nicht getrickst wird in dem Biobereich, oder sind Sie da auch so ein bisschen misstrauisch? Denn wir sind bis jetzt ja, wir sind im Moment ja so mehr eher im Testen, sind immer noch bei Rewe und Aldi und so weiter teilweise. Die Frage ist halt, sind Sie sicher, dass es sich wirklich lohnt, das in der Biomarktqualität wirklich zu kaufen? Sind wir da auf der sicheren Seite, oder sind da die Fehlanreize, die in der Lebensmittelindustrie vorherrschen, nicht auch so, naja gut, wenn ich ein bisschen Schummelbio und Runtermenge, mache ich den größeren Profit, ne? Also sicher sein kann man sich bei diesen Quellen überhaupt nicht. Überhaupt, ich meine, die höchsten Standards im Bereich des Bioanbaus ist nun mal Demeter, ja, und Bioland. Ja? Ja. Und wenn ich auf dem Markt, was ja natürlich nicht jeder kann und das auch nicht immer verfügbar ist, aber wenn ich an einem Wochenende auf dem Markt beim Biobauer einkaufe, ja, der dann auch noch Bioland oder Demeter zertifiziert ist, aha, dann kann ich sagen, das ist für mich eine sichere Qualität. Die kann ich beurteilen. Ja. Und das ist für mich eine sichere Qualität. Aber ja, alles andere, da ist durchaus ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Genau, genau. Also da ja, hat man... Ja, weil Bio ist ja gar nicht geschützt der Name. Nein, das kann ja nein, jeder irgendwas mit Bio nennen. Gut, aber es gibt natürlich ein paar Anforderungen, um das verwenden zu können, aber die Anforderungen sind nicht besonders hoch, zumindest ja, im Vergleich zu den klassischen Bio-Label, die wir eben schon ganz lange auch haben. Ja, 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 ja. Also Demeter und Naturland, das sind ja die großen, berühmten Namen, wo man hoffen kann, dass man zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man für sein ja, Geld auch wirklich was Gesünderes kriegt. Ne? Ja, ja, so ja, ist es. Ja. Und ja, so jetzt vielleicht noch so zu den Arten von Gemüsen. Also gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, ist ein Problem, welche Gemüsesorten, oder soll man wirklich versuchen, alles zum Beispiel, mir ist Fenchel nicht so sympathisch, ne? Oder Fenchel? So. Ja. Fenchel. Mhm. Aber es soll doch sehr gesund sein, ne? Ja Gott, aber das ist, wie gesagt, das ist einfach so. Wenn Sie jetzt sagen, mir ist Fenchel nicht sympathisch, dann ja, steht zu befürchten, dass Ihnen der einfach nicht so gut bekommt, dass ja, Ihr Körper ja, 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 vielleicht mit dem hohen Zelluloseanteil nicht gut klarkommt. Ja, ja. Ja, und dann sollte man wirklich grundlegend gilt, je breiter aufgestellt, desto besser. Die Variabilität also ist auf alles jeden Gemüse Fall wichtig. Durchprobieren, alles Gemüse ja, durchprobieren immer wieder und dann das übrig behalten, was einem einigermaßen gut bekommt. Ganz genau. Ganz genau, ja. Also wenn man eine Abneigung gegen was hat, dann gibt es meistens einen Grund und dem sollte man entweder nachspüren oder nachgeben. Ja, und Kartoffeln ist oft ein Thema. Also immer wenn ich Kartoffeln esse, nehme ich zu. Also lasse ich sie weg im Moment. Wie sehen Sie das? Kartoffeln ist halt so doch sehr hochkalorisch, habe ich den Eindruck. Auch die hartkochenden sozusagen. Also ich stehe der Kartoffel nicht ganz so kritisch gegenüber, aha, muss ich sagen, weil ja, es letztendlich auch immer eine Frage ist, wie viel und in welcher Variante verzehre ich die Kartoffel. Ja, wenn ich die natürlich zu Pommes frites verarbeite, ist das sicherlich anders zu werden, als wenn ich die in der Schale koche, aha, und dann ein, zwei kleine Kartoffeln als Beilage esse. Also ich sehe nicht das Problem bei der Kartoffel als solcher. Es ist die Zubereitungsform und es ist natürlich auch eine Frage der Menge. Ja, nein, das haben Sie vollkommen recht, denn das wäre ja auch so meine Frage, wie halten Sie sich so wunderbar schlank und fit? Ne? Spielt da bei Ihnen auch Sport eine Rolle oder sind Sie einfach in der Lage, den Versuchungen nicht nachzukommen? Bei mir ist halt dann die Versuchung, die Kartoffeln schmecken natürlich auch ungeheuer gut, besonders wenn da ein Schuss Öl dabei ist und so weiter. Ja, das schmeckt ja so hervorragend und dann kann ich oft, da ist dann in mir sozusagen dieses, wir haben auch mit dem Dr. Jacobs über die Suchtgesellschaft Deutschland gesprochen. Ja. Ich bin dann halt auch manchmal so, dass ich dann zu viel esse wahrscheinlich, während Sie wahrscheinlich nur 2, 3 essen, esse ich dann 4, 5, 6, 7 und schon wird es dann auch zum Zunehmen. Ne? Dann geht es dann schnell, kann ja, ich gucken, ja, dass ich... Ja, also wie gesagt, aber es ist auch eine Frage der Kombination. Ja. Wir haben ja den glykämischen Index und die glykämische Last und die glykämische Last bezieht eben die Menge mit ein, ja, ja, die man ja, verzehrt. Und das ist definitiv ein gutes Kriterium auch. Ja, ja. Und wie schaffen Sie das, so schlank zu bleiben, wie wir Sie zumindest jetzt in den Videos immer gesehen haben? Machen Sie auch viel Sport?
Ich mache auch Sport natürlich, ja, weil Bewegung gehört unbedingt dazu, aber ja, ich gehöre nicht zu diesen extremen Hardcore-Sportlern, sondern auch da begnüge ich mich mit einem relativ moderaten Programm, aha, das ich lieber regelmäßig betreibe als aggressiv und dann wiederum nicht. Ja, viele Professoren sagen ja auch, es sei überhaupt nicht gut, das zu übertreiben, sondern eine mäßige, regelmäßige Sportaktivität sei das Gesündeste. Ne? Also für mich ist extrem intensiver Sport aktives Pro-Aging, also das Pro-Aging. Ja. Und ich bin ganz eigentlich gegen Extremformen, wie zum Beispiel Marathon. Die wenigsten Menschen sind auch geeignet für einen solchen Marathon. Das soll sogar herzschädigend sein. Herzschädigend soll das sein, sagen manche Professoren. Ja gut, es ist einfach so, in dem Moment, wo natürlich der Sauerstoffumsatz zunimmt, und das ist zwangsweise so beim Sport, wie übrigens beim Stress auch in der Regel, dann haben wir natürlich über den vermehrten Sauerstoffeintrag einen erhöhten Anteil an freien Radikalen im Körper, sprich einen erhöhten oxidativen Stress. Und dieser oxidative Stress, der begünstigt natürlich dann auch letztendlich wiederum bestimmte Erkrankungen, die man mit diesen freien Radikalen assoziiert. Und das sind auch die klassischen chronisch degenerativen Erkrankungen. Ja. Also insofern ist der Sport natürlich und vor allen Dingen der Freizeitsportler, der dann natürlich meint, wenn er die ganze Woche im Büro gesessen ist, muss er am Wochenende unbedingt die 4 bis 5 Stunden nachholen, die er eben nicht sportlich aktiv war. Ja. Die Freizeitsportler sind in Bezug auf diesen oxidativen Stress besonders gefährdet, weil beim Leistungssportler ist dieses antioxidative Schutzsystem im Körper auch noch adaptiert an diesen erhöhten Sauerstoffumsatz, aber nicht so in der Regel beim Freizeitsportler. Ja, ja. Und der schädigt dann natürlich damit letztendlich auch seine Körperzellen. Genau. Ja, Herr Ruppert, fällt Ihnen noch was ein? Also ich finde, wir haben jetzt wieder ganz viele neue Anregungen gekriegt, auch dieses Produkt, das Sie genannt hatten, das werden wir natürlich auch in den Test mit bei uns reinbeziehen. Das können Sie gerne tun. Genau, aber es kann man nicht bei Ihnen bestellen, sondern das muss man in der Apotheke kaufen. Das gibt es in der Apotheke, das gibt es aber natürlich auch auf unserer Seite www.juventahealthcare.com. Jemanden wie Sie als Biologin würden wir in Zukunft gerne als Partner eines Hausarztes sehen, der sich bemüht, mit seinen Versicherten in Zukunft Gesundheitskurse, lebensstilmedizinische, ernährungsmedizinische Kurse zu machen und wo Sie dann sozusagen, so würden wir Sie gern nach der Reform sozusagen, wenn wir das irgendwie schaffen würden, dann solche Leute wie Sie eben auch gerne sehen. Ja, sozusagen, ja, also wie gesagt, man hat ja normalerweise auch ein Engagement in dem Bereich und man praktiziert, ich versuche zumindest im Alltag auch Dinge umzusetzen, die ich natürlich in meinen Büchern beschreibe, genau wie Sie das ja auch tun. Letztendlich geht es auch darum, authentisch zu sein und Dinge letztendlich auch zu empfehlen, die man selbst umsetzt. Ja, das ist ja immer ganz wichtig. Und das ist also für mich ist es in erster Linie auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn ich eine Person vor mir habe, die mir Dinge empfiehlt. Also ein Arzt, der übergewichtig ist und raucht, der kann letztendlich nicht dem Patienten sagen, hören Sie auf zu rauchen, Ihr Herz-Kreislauf-Risiko steigt an. Also ich finde, wir brauchen auch mehr Glaubwürdigkeit in diesem ganzen Bereich, weil das eh so ein umstrittener Bereich ist. Da muss Seriosität her und da muss eine Glaubwürdigkeit her. Genau, das sagte ja auch Dr. Jakob, als er in dem einen Gesprächsrunde, wo auch Professor Leitzmann beteiligt war, ja, wo er ihn auch als Beispiel genommen hat, jetzt mit seinen, glaube ich, 83, 84 Jahren ungefähr, dass er eben noch so schlank und fit und alles ist. Und das ist eben sozusagen Glaubwürdigkeit. Ne? Das ist. Ja, ja, also wie gesagt, das muss man natürlich selbst auch beherzigen. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es auch nicht allzu viele Personen in dem Bereich, die das dann auch wirklich selbst machen, was sie da empfehlen. Klar sehen, clever denken, frei handeln.